Ich habe schon einige Character Battle von The Walking Dead Charakteren hier auf diesem Kanal vollführt und vollbracht und habe viele Kommentare von euch bekommen, die gesagt haben, hier, mach mehr davon, das ist geil. Und einer hat da sehr besonders herausgestochen, dieser nette Kommentarschreiber meinte nämlich zu mir, hier, mach doch mal eine Art Turnier, also ein großes Turnier mit quasi halt Verfahren, wer dann Finalist wird, mit so einer schönen Tabelle. Da habe ich mich also nicht lumpen lassen, habe mir dann mein ganzes Können in Photoshop geschnappt und habe mir so einen schönen Turnierplan erstellt und werde diesen mit Charakteren füllen, die dann gegeneinander antreten werden. Heißt, es wird jetzt eine längere Serie an The Walking Dead Character Clash geben. Natürlich werden auch noch weiterhin andere Videos kommen. Es wird aber jetzt nicht regelmäßig unbedingt jedes Wochenende kommen müssen. Es wird auf jeden Fall ab und zu kommen. Aber einfach, dass wir quasi ein Überthema quasi für dieses Videoformat haben. Aber genug des vielen Rumgeredens erstmal. Ich heiße euch erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couchtime. Und ja, ich erkläre mal ganz kurz die Spielregeln, bevor ich kurz in die Regie gebe, die dann auch mal diesen Part übernimmt und euch zeigt, welche Charaktere überhaupt gegeneinander antreten. Ja, die Regeln sind ähnlich aufgebaut wie beim normalen Character Clash. Es werden zwei Charaktere genommen, die quasi gegeneinander battlen in unterschiedlichen Kategorien. Besonderheit hier, ich werde nicht so viele Kategorien machen und die Kategorien werden auch mehr spontan herausstechen. Also ich sage es, wie es ist. Ich werde in diesem Character Clash auch sehr viel auf meine Favoritencharaktere eingehen. Aber natürlich werde ich auch am Ende das Hauptaugenmerk wird auf dem großen 1 vs. 1 im Direktkampf liegen. Also es wird sehr selten vorkommen, dass ich wirklich spezifisch auf wie viele Kills hat der, wie viele Zombie-Kills hat der oder wie lange hat dieser Charakter überlebt. Das sind Sachen, die werden nicht mit einbezogen. Es wird hier auf zum Beispiel Sympathiepunkte geachtet, es wird auf Solo-Momente geachtet, da werde ich sehr großes Augenmerk drauf legen, so welcher Charakter hat vielleicht mehr Solo-Momente, die einfach rausstechend sind. Und am Ende wird sich quasi ein Gewinner rauskristallisieren. Ich habe vor kurzem auch meine The Walking Dead Charakter-Tierlist veröffentlicht, die könnt ihr euch gerne mal angucken. Da seht ihr schon, wer meine Favoriten sind, aber man muss auch einfach sagen, in diesem Battle wird es ja auch interessant sein, wie die Charaktere untereinander mit verschiedensten Kombinationen gegeneinander antreten, weil das werden Battle zustande kommen, die ich vielleicht so gar nicht geplant hätte, denn die Charaktere werden von einem Randomizer rausgesucht. Und das ist das Stichwort, ich gebe einmal ab in meine Regie und von da aus wird erstmal übernommen. Ja, vielen Dank, Grüße zurück ins Studio. Ja, wir sitzen hier gerade in der Regie. Und ihr seht es, eingeblendet haben wir schon eine Website herausgesucht, die sich dann nennt Random Walking Dead Character Generator Mix. Schöner Name, ne? Auf jeden Fall habe ich mir diese Seite schon rausgesucht im Vorhinein und wir können hier einstellen, wie viele Random Charaktere wir bekommen wollen. Und wir werden uns jetzt quasi unseren Turnierbaum aussuchen. Wir werden jetzt hier mal random die Charaktere raussuchen. Natürlich, wenn die Charaktere sich doppeln, müssen wir neu random, also randomisen. Und ja, bis dahin werden wir quasi hoffentlich genug zusammengestellt haben. Warum ist das eigentlich hier so unmittig? Das ist ja total komisch. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal direkt an und generieren mal das erste Team, beziehungsweise das erste Duell, was es dann auch im heutigen Video zu sehen gibt. Wir hätten im heutigen Video einmal die gute Sascha gegen den guten Spencer. Unser erster Kampf. Aber wir gehen natürlich direkt weiter und generieren weiter erstmal alle anderen raus. Das zweite Duell besteht dann aus Ezekiel gegen Conny. Okay, sehr interessantes Battle. Bin ich ja sehr gespannt. Also wird lustig. Das nächste Dream Team wird sein Carol versus Lydia. Was ist das für ein komisches Bild von Lydia? Egal, ist sehr interessantes Battle. Carol gegen Lydia, das ist wirklich sehr interessant. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Das wird sehr cool. Runde 4 des Charakterturniers bilden dann Andrea versus Daryl. Okay, ja, können wir mal machen. Das ist... ja, das wird interessant. Wird interessant, sage ich mal so. Nach diesem Dream Team können wir direkt das nächste auslösen und das wären Jesse Anderson gegen Lydia. Okay, Lydia hatten wir schon, das ist die erste Wiederholung. Wir generieren nochmal. Conny hatten wir auch schon, nochmal. Alden versus Yumiko. Interessantes Bild von Yumiko. Anscheinend gab es da noch kein richtiges aus der Serie, man weiß nicht. Die zwei gegeneinander. Interessant ist eher so ein, ich nenne es mal Underdog-Battle, aber wird auf jeden Fall auch interessant sein. Das nächste Battle, was uns erwartet, ist dann, hatten wir leider schon, Jadis hat einfach gar kein Bild, traurig, by the way. Nochmal generieren. Oh. Okay, Laurie versus Jesus. Okay, freue ich mich drauf. Freue ich mich persönlich sehr drauf. Nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Als nächstes würden wir da haben, oh, Rick gegen Aaron.
Finde ich ein geiles Battle. Finde ich ein sehr, sehr gutes Battle. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Schöne Kombination, muss ich sagen. Schöne Kombination, ja, definitiv. So, und nun kommen wir zum vorerst, ich betone extra vorerst, letztem Battle, weil die Grafik, die ich erstellt habe, die seht ihr natürlich gleich auch noch eingeblendet, ist erstmal nur auf 16 Battles ausgelegt, beziehungsweise halt 16 Personen ausgelegt. Wir werden das Ganze dann nochmal irgendwann machen, wenn ich mit der Tabelle hier durch bin und werden dann die restlichen Charaktere auch noch einfügen. Aber wir kommen jetzt erstmal zum letzten und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, irgendwas mit Maggie oder mit Gabriel, würde ich mich jetzt sehr darüber freuen. Maggie gegen Gabriel wäre natürlich krank. Okay, wir generaten und es ist, haben wir leider schon die Yumiko? Dann hätten wir hier The Governor gegen Herschel. Nein! Nein, was ist das für ein Battle? Was ist das für ein Battle? Das ist ja, das kann man jetzt schon sagen, das ist ja schon nahezu unfair. Aber wir machen es. Das ist die Regel, wir machen es. Das ist jetzt das Battle, was wir quasi, das ist mehr oder weniger das letzte Battle, was auch kommt. Und alle anderen Charaktere, die wie gesagt jetzt nicht da herausgekommen sind, werden wir dann nachher nochmal mit einbeziehen. Aber das ist vorerst das letzte Battle für den ersten großen The Walking Dead Character Clash. Ja, und jetzt seht ihr noch einmal ganz kurz die Tabelle im Überblick, damit ihr da direkt mal ein Auge drauf habt, wie das aussieht und wie es sich aufbauen wird und ja. So, und hier ist einmal der Spielplan im Überblick. Ich habe mal kurz die Cam oben ein bisschen kleiner gemacht, damit ihr da so alles schön seht. Und ja, ihr seht, wie es aufgebaut ist. Ich zeige es einmal ganz für die Leute, die es nicht verstehen. Im ersten Battle heute in diesem Video treten Sascha gegen Spencer an. Wer gewinnt, kommt hierhin, tritt dann gegen den Gewinner von Ezekiel versus Conny. Wenn die zwei gegeneinander battlen, der Gewinner tritt dann an versus den Gewinner von den Vieren und dem. Und dann haben wer hiervon gewinnt, geht dann ins Halbfinale und ins Finale und der gewinnt, ist natürlich der Champion. Und gleiches läuft hier an den Seiten genauso ab. Und ihr seht, es ist natürlich, wie gesagt, ein 16er Turnier. Bedeutet, wir haben jetzt erstmal 16 Charaktere. Die anderen werden wir auch noch einfügen, sage ich mal. Und die werden auch noch dazukommen, weil diese Grafik kann ich ja quasi einfach immer anpassen, wie ich will. Und ja, ihr wisst jetzt, wie der Spielplan aussieht. Und ich gebe an dieser Stelle direkt mal zurück in Studio 1. Und da wird dann alles weitere so erledigt, wie ihr es kennt. Bis dahin, tschüss aus der Regie. Dankeschön, Regie. Da bin ich wieder. Wunderschön erklärt, finde ich, oder? Das ist mein Kollege, hat das einfach wunderbar gemacht, finde ich persönlich. Ja, ihr habt es gesehen, so ist unser erstes 16er Turnierspiel aufgebaut. Und wir starten heute mit Sascha versus Spencer. Wir müssen auf jeden Fall sagen, Sascha versus Spencer ist in der Hinsicht schon sehr, sehr leicht einzuschätzendes Battle, da wir halt wissen, Spencer ist ein Charakter, der zum einen nicht so lang im The Walking Dead Universum gelebt bzw. existiert hat. Und Sascha hat halt schon wirklich einen großen Abschnitt der Serie hingelegt und auch wirklich viele Solo-Folgen quasi auch gecarried. Starten wir einfach mal kurz gesagt beim Punkto Sympathie. Und zwar geht dieser Punkt definitiv an Sascha, weil man muss einfach sagen, Spencer ist für mich persönlich grundweg unsympathisch. Dieser Kerl ist durch die Blume weg einfach straight up unsympathisch. Er ist ein Arschloch, er ist irgendwie feige, aber man muss auch sagen, er hatte auch seine Momente. Keine Frage. Es gab viele Momente, wo man sagt, okay, hey, Respekt, mein Junge, das war nicht schlecht. Aber Sascha ist halt wesentlich interessanter gewesen als Charakter. Vor allem muss ich sagen, Sascha fand ich anfangs nicht so cool. Ich mochte sie eigentlich nicht, weil es viele Momente gab, wo sie einfach irgendwie überflüssig nervig war. Ich bin auch ganz ehrlich, am schlimmsten fand ich sie nach dem Verlust von Tyrese und überhaupt dieser ganze, wo alle so Depri waren. Da war sie, finde ich, am schlimmsten. Danach baut sich das besser auf, so sie kommt mehr auf sich raus, die Beziehung mit Abe und was sie dadurch quasi auch wieder an, ich nenne es mal Lebensenergie, bekommen hat, hat der ihr in der Serie auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Deswegen hier auf jeden Fall der dicke, fette Punkt an Sascha. Ich würde sagen, kommen wir mal zu den, ich nenne es hier mal grob gesagt, den besten Momenten der Charaktere. Und da muss ich ehrlich gestehen, weiß ich bei Spencer nicht so wirklich. Es gibt da einen Moment, den ich lustig finde, aber der ist auch nur Spencer geschuldet, warum er lustig ist. Also es ist nicht er direkt, der ihn lustig macht. Und das ist der Moment, wo er über die Mauer mit dem Drahtseil klettern will, dann abstürzt und halt die ganze Action da, die Beißer kommen und die werden erschossen und Tara steht, da hält sich an der Mauer fest und schießt sie ab. Und dieser Moment, der danach entsteht, nachdem er so sagt, ich habe meinen Schuh verloren, wo Rick sich zu Tara dreht und so fragt, ja hier, was soll das, du hast schon mal dein Leben für diese Leute geopfert und Tara einfach so unfassbar trocken und dann gut, das ist halt wirklich kein Spencer-Moment. Obwohl, es gibt einen Moment, den ich gut finde. Auch wenn es kein guter Moment ist, theoretisch. Und das ist sein Ableben. Ja, was soll ich sagen? Ich fand es absolut badass. Es war genial. Also wie das Gespräch mit Negan und Negan dann so richtig so und weißt du was? Du hast hiermit gerade deine Chance aufs Leben verspielt, mehr oder weniger. Und Spoiler, Leute, für alle, Spencer ist tot. Wow. Aber gehen wir jetzt mal rüber zu Sascha. Und der Moment ist natürlich irgendwie nicht wesentlich
weniger traurig in der Tat, aber finde ich persönlich wesentlich besser. Und zwar ist das auch ihr Ableben. Und zwar die ganze Folge war in der Hinsicht unfassbar Hammer. Hier sage ich mal schon mal ein Spoiler Alert vorher, weil vielleicht wissen einige, dass sie tot ist, aber vielleicht nicht, wie sie unbedingt gestorben ist. Aber es war der, finde ich, badassigste Abgang. Ja, doch, mit so unter in der ganzen Serie. Der hatte am meisten Pfiff, am meisten Knall und es war auch, finde ich, das größte Opfer irgendwie. Also die größte, das größte Opfer, was gebracht wurde. Ja, wir wissen es natürlich, Sascha hat sich in den Händen von Negan quasi befunden und wurde mehr oder weniger, meinst du, wie eine Art Druckmittel sollte sie eingesetzt werden. Negan hat da was ganz Spezielles gemacht. Sie soll in den Sarg gelegt werden und soll dann hinkommen und haha, hier, sie ist tot und hier, ich bringe euch was mit, Sarg. Und dann kommt Sascha raus und hallo. Übelst cool. Wie gesagt, die ganze Folge drumherum finde ich saugeil. Denn dieser ganze Plot am Ende ist einfach unfassbar geil. Sascha hat vorher, ich glaube, mit Eugene einen mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, was genau sie da hergestellt hat, auf jeden Fall ein Mittel, ein Medikament, was sie halt definitiv umbringt. Und ihr Plan war, sie nimmt das, sie ist halt, verwandelt sich in einen Beißer und kann halt eventuell Negan töten, eventuell irgendwen Wichtiges töten, der für ihre Gruppe essentiell gut ist, tot zu haben. Aber wie gesagt, wie das Ganze aufgebaut ist, es gibt sehr viele Szenen in dem Sarg, wo man Sascha sieht, sie hört auch Musik, was sich durch die ganze Folge zieht, was einfach unfassbar, unfassbar genial ist. Und ja, es ist war ein krasser Moment, so ihren Weg dahin zu sehen, wie sie halt, es ist unbeschreiblich. Ich finde, das ist so eine Szene, die ist wirklich sehr, also die Folge ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, weil es einfach brutal krass ist. Es ist irgendwie anders als alle anderen Tode oder Opfer, finde ich persönlich. Natürlich Glenn und Abe sind auch krass, aber das hier war halt so irgendwie so, okay, ich entscheide mich jetzt wirklich, ich mache das so. Das war irgendwie krass. Ergo würde dieser Punkt erneut an Sascha gehen. Kommen wir jetzt schon zum finalen Punkt. Und zwar, ich kann es mal vorwegnehmen, Spencer kann eigentlich nicht mehr gewinnen, rein punktetechnisch, aber ich führe hier spontan eine Regel ein. Ja, ich führe hier spontan einfach mal eine Regel ein, und zwar, wer im 1 vs. 1 am Ende des Videos gewinnt, kriegt 2 Punkte. Bedeutet, wenn Spencer jetzt gewinnen würde, würde er natürlich nochmal 2 Punkte, es stehen 2-2, und dann würde ich, wie würde ich das dann entscheiden? Ich glaube, ich würde das dann absolut nach, das würde ich dann irgendwie spontan entscheiden, wie ich das dann nochmal extra werte, ob es dann nochmal eine extra Disziplin gibt oder, ja, irgendwie werde ich es so umsetzen. Auf jeden Fall, der im Finale, also im 1 vs. 1 gewinnt, kriegt 2 Punkte, damit einfach auch mal ein bisschen Spannung immer noch reinkommt, ne? Gut, kommen wir nun zum 1 vs. 1. Die meine Character Class kennen, wissen, wie es aufgebaut ist. Wir sind auf einer neutralen Fläche, auf einem, ich nenne es mal Battlefield, und sind beide Charaktere in ihrer Prime, in ihrem höchsten Maße des Könnens und der Power, des Power-Levels. Die Frage ist, welche Waffen geben wir und geben wir sie überhaupt? Wenn wir Schusswaffen geben würden, würde ich sagen, würde Sascha halt sehr, sehr schnell die Überhand gewinnen, weil man sagen muss, Sascha ist einfach sehr, sehr stark mit Schusswaffen, sowohl mit Gewehr als auch Handfeuerwaffen. Wir könnten natürlich aber auch einfach sagen, wir geben beiden so ein Messer oder wir lassen es einfach auf einem kompletten Faustkampf hinauslaufen. Auch eine gute Idee wäre vielleicht einfach zu sagen, wenn wir es wie ein Battle Royale aufbauen, dass sie auch an Waffen kommen könnten. Vielleicht feinschleife ich das nochmal zurecht, dass man sagt, okay, wir machen das wie so, es könnte jemand sich an eine Kiste bewegen, wo dann halt eine Waffe drin ist, Fallen bauen und. Aber wir gehen, wäre vielleicht zu viel, schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das haben wollt, dass so dieses Battle wirklich krass aufgebaut ist, vielleicht, wie gesagt, wie so ein Battle Royale halt, mit wer ist zuerst beim Looten, weswegen ist er zuerst da, wer würde irgendwie hinterhältig eine Falle aufbauen. Können wir gerne so machen. Lasst mich aber gerne wissen, ob ihr es mögt oder ob es dann vielleicht zu viel wäre. Für das heutige Battle lassen wir es einfach mal auf einen Faustkampf rauskommen. Ja, was soll ich sagen? Wir müssen auf jeden Fall sagen, Sascha ist zwar stark, aber Spencer ist viel größer und auch viel, würde ich augenscheinlich behaupten, von der körperlichen Kraft stärker als Sascha. Würde ich jetzt einfach mal so hinstellen. Ob das stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. Ich würde es einfach mal so einschätzen. Bedeutet, im direkten Faustkampf oder was weiß ich, wenn er sie zu packen kriegt in Schwitzkasten, wäre Sascha sehr schnell wohl möglich am Boden. Aber man muss sagen, sie ist im Gegensatz zu Spencer auch wirklich sehr, sehr taktisch und auch halt einfach in einer gewissen Art intelligenter, würde ich behaupten. Und vor allem flinker. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt erstmal ein Hin und Her sein wird, so wegrennen und ein bisschen Jagd hin und her, so einfach erstmal den Gegenüber einfach erstmal zum Auspowern bringen, weil, wie gesagt, Spencer größer, verbrennt vielleicht schneller seine Energiereserven und hat dadurch halt eher, ist er eher an seinem Ausdauerminimum quasi angekommen. Ich denke, dass es auf jeden Fall sehr, sehr schwer für Sascha werden würde. Es käme oftmals dazu, dass Spencer sie einfach vielleicht packen würde so und einfach irgendwo hinschmeißen könnte. Aber wie gesagt, Sascha hat halt auch dieses eher taktische Vorgehen, was sie schon gut besitzt. Ich denke aber, wie gesagt, es ist sehr schwer, aber ich denke rein
Physikalisch wäre Spencer ihr überlegen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie, angenommen zum Beispiel, sie wäre im Schwitzkasten, sie würde halt sowas machen, wie ihm versuchen, ins Auge zu stechen, ihm irgendwie die Augen auszukratzen, so brutal es vielleicht klingt. Was für mich zum Beispiel ein sehr, sehr interessanter Move wäre, so sie würde einfach wirklich versuchen, so irgendwie Spencer so außer Gefecht zu setzen, dass er sie gar nicht mehr zu fassen bekommt. Gehen wir von diesem Szenario aus, sie käme in den Schwitzkasten bei ihm und würde irgendwie es schaffen, sich quasi mit ihren Fingern irgendwie ihm die Augen, also ihn zu erblinden. Und ob es jetzt mal nur auf einem Auge ist oder auf beiden, ist einmal dahingestellt. Auf jeden Fall wäre Spencer erstmal lahmgelegt für diese nächsten Sekunden. Ist die Schwierigkeit, wie soll sie ihm quasi das Ende legen? So ein Genickbruch ist schon schwer und auch bei einem Menschen, der größer und ein bisschen stärkeres Skelett hat, ist es wahrscheinlich nicht so leicht. Ich würde wahrscheinlich darauf tendieren, dass man sagt, okay, sie würde irgendwie, was weiß ich, ihn einen Ast in den Bauchraum, also irgendwas finden, einen Ast, wo sie ihn reinschubsen kann oder vielleicht irgendwo einen Stein, mit dem sie auf den Kopf steckt. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn es zu dem Punkt kommt, dass Sascha ihn quasi für einen Moment blendet, sage ich jetzt einfach mal, ob es vielleicht auch vielleicht Dreck ins Gesicht werfen, auch gut möglich, müsste sie schnell irgendwas Großes, Schweres finden, womit sie ihm dann quasi erledigen kann. Im reinen Faustkampf würde ich wirklich sagen, es ist schwer für sie. Ich würde sagen, da wir in dem Fall sagen könnten, es ist ein reiner Faustkampf, würde Spencer gewinnen. Aber in dem Fall, wo man sagt, okay, sie würde ihn irgendwie schaffen zu blenden, würde einen Stein finden und ihm damit den Schädel einschlagen, würde halt Sascha gewinnen können, weil sie eher flinker ist, eher intelligenter, eher ausgeprägter im spontanen Entscheidungen treffen vor allem. Ich würde einfach sagen, wir machen es hier direkt so, dass wir sagen, okay, dieses dumpfe 1 vs. 1 gewinnt Spencer, geben aber einen Punkt. Dieses speziellere 1 vs. 1 würde Sascha gewinnen, geben auch einen Punkt. Was übrigens auch eine Möglichkeit wäre. Wir könnten sagen, es gibt zwei Punkte zu verteilen und man macht einmal ein Battle, was auf nackten, primitiven Battle basiert und eins, was mit Mitteln wäre. Auch vielleicht eine gute Idee. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Verbesserungsvorschläge unbedingt in die Kommentare, damit das hier so sein kann, wie ihr es am liebsten hättet. Ich würde sagen, wir machen das erstmal so für diese Folge. Wir geben einen Punkt an Spencer, einen Punkt an Sascha. Somit steht es 3-1 für Sascha. Ergo gewinnt sie, aber man muss sagen, so im groben Überlegten wäre Spencer der, der in einem Kampf, in einem direkten Faustkampf 1 gegen 1 definitiv die Überhand gewinnen würde. Deswegen würde ich einfach die Punkte so aufteilen und sagen, an diesem Punkt gewinnt Sascha dieses Battle, diesen Character Clash. Somit ist Spencer raus, auch wenn er, wie gesagt, rein kämpfertechnisch schon sehr, 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 sehr überlegen war. Aber die Sympathiepunkte und vor allem auch die Momente, also großen Momente, Punkte gehen halt in dem Fall an Sascha. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Unser erster Clash ist geclashed und gewonnen hat, wie gesagt, Sascha. Gegen wen sie als nächstes antritt, das entscheidet sich im nächsten Video. Wer da als Gewinner hervorgeht, seht ihr dann und dann kommt auch quasi dann schon der nächste Kampf und so weiter, bis es dann ins Achtelfinale kommt, müsste es sein. Oder Viertelfinale? Ich weiß es nicht, ich habe es gerade nicht vor Augen. Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Und wenn euch dieses Konzept gefällt und ihr es auf jeden Fall weitersehen wollt, dann checkt gerne den Kanal aus, lasst ein Abo da und ihr werdet es nicht mehr verpassen. Sonst würde ich jetzt nicht mehr weiter lang rumreden. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht im nächsten Video wieder, entweder im nächsten Character Clash oder im nächsten normalen Video auf diesem Kanal. Ich dann wieder auf der gleichen alten Couch und ja, bis dahin. Bin ich raus. Ciao.